Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Medieval Dynasty hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, einige Tipps sind wieder angekommen. Und zwar, dass ich die Beeren auch unreif pflücken kann, um Geld damit zu machen. Aber eigentlich möchte ich genau das nicht tun. Unreife Beeren verkaufen. Also dann sammle ich lieber noch ein paar Pilze oder ähnliches oder dann hier das Blattgelöt weiter, damit da was geht. So, das nächste ist, die Bäume wachsen wohl alle 2 Jahre. Das ist schon mal ganz gut. Also dann könnte hier durchaus noch ein dichterer Wald entstehen. Das habe ich irgendwo gehört, gelesen, mitbekommen. Muss sagen, ich habe bei Hirnsturz, falls ihr den kennt, Minias ein bisschen reingeguckt. Mal in den Livestream, was er so treibt und was er so macht. Und dann habe ich auch noch bei anderen so zugeguckt und die sind alle wesentlich weiter nach 2 Tagen als ich hier. Also ich mache wieder mal das klassische Slowplay. Naja, egal, so ist es halt manchmal, ne? So, wir müssen noch Steuern bezahlen und da muss ich jetzt einmal die ganzen Münzen zusammen haben, damit ich das einmal machen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich kann jetzt nicht mit 50 Münzen hingehen und das bezahlen. Nein, ich muss alle Münzen haben und dann kann ich die Quest abgeben bei dem guten Mann. Aber was wir jetzt natürlich haben, ist die Sense. Die hat 100% Gewicht von 3 Kilo. Ich hoffe, dass sie eine Weile durchhält. Wir werden sehen, denn wir können jetzt sozusagen den Roggen hier absensen. Der müsste reif sein, ne? Sense benötigt. Wir drücken auf die 2. Wir haben eine Sense in der Hand und können jetzt hier mal über den Roggen drüber halten. Zack, und dann ist hier abgerockt. Manchmal macht er 2 Aktionen, manchmal nur eine. Mal ganz kurz draufklicken. So, dann haben wir hier den Roggen runter. Den Weizen können wir noch nicht ernten. Und jetzt können wir hier mal ganz kurz. Sammeln soll schneller gehen, wenn man die Steinachse in der Hand hat. Dann soll man schneller nehmen können. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Liegt das hier, wo mein Roggen liegt? Ja. Ah ja, da liegt. Roggen. 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 Da liegt noch Roggen rum. Roggen. So, jetzt dürfte hier kein Roggen mehr rumliegen, oder? Das dürfte jetzt alles ungepflügtes Feld sein, ne? Unplugged. Genau, da müssen wir natürlich dann mit dem Flug wieder drüber. Und hier haben wir noch ein bisschen Roggen eingepflanzt. So, um da jetzt was Sinnvolles draus zu machen, müssen wir eine Scheune haben und ein paar Streschen können. Das ist übrigens das Nächste, was wir dann uns bauen müssen. Und ja, da werden wir uns dann demnächst drum kümmern. Ich weiß nicht, den grünen Weizen mäht er mir zum Glück nicht ab. Ach, Schande, jetzt muss ich nochmal zuhauen. So. Na gut, die Sense hält ja ein bisschen was durch. Ist jetzt aber auch nicht ganz so, ja, sagen wir mal. Naja, bei uns noch nicht ganz so wichtig. So, gut, alles ungepflügt, alles aufgesammelt hier. Liegt hier irgendwo ein Rom rum? Roggen? Nee, da steht Weed rum. Was war das hier? Nee, das ist einfach bloß so, Weed, Weed, Weed. Genau. So, ich habe, glaube ich, noch Dünger mitgebracht. Also hier haben wir schon eingesät. Habe ich noch Dünger mitgebracht oder nicht? Ja, ich habe 12 Mal Dünger mitgebracht. Dann kann ich nämlich hier oben noch mit dem Dünger ein bisschen was machen. Das wäre nämlich ganz cool, wenn ich das hinkriegen würde. Oh, ich habe meinen Beutel mehr in der Tasche. Meine Tasche. Hm, mein Beutel. Habe ich den in Dings gelegt? Nicht, dass ich den verkauft habe nachher noch. Na egal, ja, ein bisschen Leder haben wir ja. Um so eine Tasche wieder herzustellen. Einfach Tasche, da ist sie. Transferieren, danke. Achso, die Holznake kann ich gleich auch gleich mitnehmen. Obwohl, brauche ich die? Ja, brauche ich. So, denn wir haben Frühling. Und im Frühling kann ich ja noch ein bisschen mehr einsäen. Da kann ich zum Beispiel auch den Kohl, glaube ich, einsäen. Ne? Im Frühling, genau. Das haben wir jetzt so. Das heißt, werden wir rübernehmen. Rote Beete kann ich auch im Frühling sehen, wenn wir rübernehmen. Zwiebeln kann ich auch im Frühling sehen, wenn wir auch rübernehmen. So, Flachssamen kriege ich dadurch, wenn ich Flachs kaufe und den in der Scheune dresche. Dann kriege ich Flachssamen. Das ist immer auch eine Information gewesen, die dazu kam. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, kann ich denn die Scheune überhaupt bauen? Ne, die Crafting nicht. Gebäude, Landwirtschaft. Scheune, brauche ich 10 Rundholz. Das ist schon mal okay, also die kann ich schon mal bauen. Okay, gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Habe ich jetzt die Hacke mitgenommen oder nicht? Held, habe ich die Hacke mitgenommen? Den habe ich mitgenommen. Aber die Hacke habe ich nicht mitgenommen. Ah, Mann.
Ist aber auch manchmal alles nicht so einfach mit mir. So. Die hölzerne Hacke nehme ich ganz gerne mit. So, bitteschön. Eine hölzerne Hacke haben wir dazu gekriegt. Dann die hölzerne Hacke bitte. Ach, die ist auch kurz vor kaputt. Müssen wir sowieso eine neue bauen. Egal. So, hier drauf. So, dann gehen wir erstmal mit der 5 hier drauf. So, dann haben wir nämlich die hölzerne Hacke. Dann ist das hier gepflügt. Achso, dann muss ich erst Dünger draufschmeißen. Alles klar. Okay, dann brauche ich erstmal das hier. Dann brauche ich Dünger. Habe ich jetzt Dünger? Dünger habe ich. Das kann ich jetzt hier anwenden. Und dann müsste ich hier 3 Felder haben. Eigentlich müsste ich die Felder vielleicht mehr entfernen. Ja, aber wir bauen das ja erstmal nochmal schnell hier. Bis zum Sommer können wir das nochmal machen. So, dann nehmen wir jetzt hier den Flug. Dann kann ich das genau einmal wieder umgraben. Und dann kann ich hier mit dem Beutel und dem Ringmenü hier... Hätten wir denn schönes rote Beete einpflanzen? Ich weiß gar nicht, ob ich rote Beete Samen aus rote Beete wieder rauskriege, aber das werden wir sehen. Mehr rote Beete haben wir nicht. Nee, das wollte ich. Kohl. Kohl geht sich aus. So, dann haben wir hier Kohl gepflanzt. So, dann gehen wir mal da oben hoch und dann brauchen wir hier oben auch ein bisschen Dünger und ein bisschen ähnliches. Und dann können wir hier noch ein bisschen Kohl und ein bisschen Zwiebeln reinpflanzen und dann geht hier alles hoffentlich seinen Gang. So, dann brauchen wir hier Dünger. Im Übrigen, man muss wohl nicht schlafen zwischen den einzelnen Tagen innerhalb einer Jahreszeit. Nur zum Ende einer Jahreszeit muss man wohl schlafen. So. Landwirtschaft, neues Level erreicht. Sehr schön. Also da können wir dann auch noch einen Punkt verteilen wieder. Das machen wir gleich mal. Warte mal. Tab. Fertigkeiten, Landwirtschaft, landwirtschaftliches Wissen. Die Fähigkeit bestimmt, ob sich ein landwirtschaftliches Nutztier kümmern kannst oder nicht. Okay. Fähigkeit bestimmt, wie gut du dich um landwirtschaftliche Nutztiere kümmern kannst und Arbeitsplätze in der Scheune craftest. Ah, okay. So, Geduld ist eine Fähigkeit bestimmt, wie gut du dich um landwirtschaftliche Nutztiere kümmern kannst und eine Scheune craftest. Das ist das Gleiche. Achso. Warte mal. Ach, da unten ist die Beschreibung. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust der Tierhaltungswerkzeugen. Ein Skillpunkt mehr bei Aktivitäten, Tierhaltung und Pflanzenanbau. Gewissenhafter Landwirt. 5% mehr Haltbarkeit der Werkzeuge im Pflanzenbau. Scharfe Zähne. Vegetarier. Reduziert die Anzahl der Aussaat von Gemüse benötigten Samen um 20%. Eigentlich auch nicht schlecht. Gemüse von Getreide um 20%. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, ich kann mit... Wo ich jetzt 5 Getreide brauche, brauche ich dann bloß 4 Getreide. 20% weniger. 5, 20% ist 1. Oh, hab die gleiche Fläche. Okay, okay, okay. Das weiß ich noch nicht, wie das funktionieren soll, aber okay. Knight Rider, kann man das dann... Ach, das kann man sogar noch hochstaffeln. Ach, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Skillpunktzunahme. Wenn ich das richtig verstanden habe, kriege ich dadurch denn hier mehr Skillpunkte. So, hier brauche ich erstmal die Hacke. Dann müssen wir auf die 5 gehen. Und dann müssen wir hier mal ein bisschen rumdüngen. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Ich habe glaube noch 4 Samen, ne? Oder? Hier mal ganz kurz gucken. Oder habe ich bloß noch 3? Einfache Tasche. Ich habe auf jeden Fall noch... Ne, rote Beete nicht. Zwiebel habe ich noch 2-mal. Und was habe ich noch? Rote Beete. Kohle habe ich noch 1-mal. Dünger habe ich noch 4-mal. Okay, also ich habe noch 4-mal Dünger. Das heißt also, ich muss dann später wieder nochmal Dünger besorgen. Alles klar. So, dann gucken wir mal ganz kurz, wie viel ist denn eigentlich jetzt unser Roggenwert? Wir haben 26-mal. Preis ist 5. Gar nicht so wenig. Aber ich denke, wenn wir das verfeinern in der Scheune und das werden wir jetzt vorhaben. So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz an diese Truhe. Ich werde hier jetzt die einfache Tasche, die brauche ich jetzt nicht mehr. Die hölzerne Hacke brauche ich nicht mehr. Die Pelzkapuze brauche ich eigentlich auch nicht mehr, oder? Naja, weiß man nicht. So, den Roggen, den will man lassen. Den Dünger, den muss ich irgendwo mal reinlegen, aber nicht hier, oder? Oh, 30 Kilo, doch, den Dünger kann ich auch hier reinlegen. Ab dafür. Die Speisemorchel, den kann ich auch erstmal da reinlegen. Den Roggen kann ich auch erstmal da rüberlegen. Das Stroh können wir da noch rüberlegen. Die Steine brauchen wir später nochmal. Ich brauche aber einen Bauhammer. Liegt hier keiner mehr drin? Okay, müssen wir gucken, ob wir da irgendwo noch einen haben oder ob wir da einen bauen müssen. Kann auch sein, dass ich den hier in dieses Truhe reingelegt habe. Nee, habe ich nicht. Okay,
Also, dann brauchen wir jetzt erstmal... Achso, die Sense brauche ich auch nicht mehr. Die kann ich auch da drüben ins Werkzeug legen. Kann ich hier erstmal reinlegen, die Sense. Lass mich mal durch. Lassen Sie mich, Arzt. Ich bin durch. So, gut. Dann haben wir jetzt erstmal ganz gut aufgeräumt, dass wir uns dann die Baumstämme jetzt zusammenholen. Okay, dann ab in den Wald. Ein bisschen Bäume umhauen. Wir müssen eine Scheune bauen. Eine Scheune habe ich noch nicht gebaut, ne? Das ist die Jägerhütte hier. Genau. So, dann werden wir die Scheune, wenn wir den hier hin platzieren. Eigentlich wollte ich den Baum lassen, aber na gut. Der wird dann wahrscheinlich auch der Sache zum Opfer fallen. Und dann, jo, auf geht's, ab in den Wald. So, apropos, die Dinger kann man jetzt mit einer Schaufel hier entfernen, ne? Also nicht mehr mit der Faust gegenboxen, das hilft nicht mehr. Da muss man die Schaufel nehmen, so. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob die denn weiterhin, also ob die denn hier wachsen oder nicht wachsen, das werden wir mal sehen. Aber ja, wie gesagt, hier brauchst du halt eine Schaufel für jetzt. Damit du die Stämme loswirst. Also Boxen ist nicht mehr, sondern Schaufeln. So, hier liegen auch jede Menge Steine rum. Sehr gut. Axt benötigt. Moment, hätte ich eine. Eins, zwei. Na, drei. Oh, ich muss unbedingt trinken. Ich muss Trinkschlauch. Habe ich auf der 4. Den muss ich jetzt unbedingt mal benutzen. Weil ich sonst Leben verliere. Und dann muss ich gleich mal ins Wasser sprinten. Dann kann ich den erstens auffüllen und zweitens muss ich ein bisschen was trinken. Oh, hier steht so viel Johanniskraut rum, ne? Hier muss ich unbedingt dann pflücken gehen nachher. Bilwaterskin, so, das haben wir geschafft. Und dann packen wir die weg. Und dann trinken wir so nochmal schnell. Das war gut. So, habe ich noch was zu essen in der Tasche eigentlich? Nee, gerade nicht. Aber das macht auch nichts. Ja. Da gibt es hier unterwegs. Guck mal, da haben wir ein paar Morchel. Die binden wir uns hinter die Haube. Hauen wir uns hinter die Binde so rum. Den Stock aufgenommen, ist auch wichtig. Ja, kann man immer mal gebrauchen. Ich will auch den Pilz haben. So. Gucken wir mal, wenn wir so einen Speisemorchel, den können wir essen hier, der bringt uns, naja, gut, allzu viel bringt er nicht. Eigentlich so ein Verkauf ist er viel wertvoller, ne? Aber gut. Lass uns mal ein paar Pilze essen. Ah, Steine schmecken nicht. Okay, gut, Steine will er nicht essen. So, jetzt haben wir da schon eine Kiefer umgelegt, das sind schon mal 3. Das heißt, wir brauchen noch 9 weitere, noch 7 weitere. Heißt, wir müssen jetzt hier nochmal noch eine Kiefer umlegen. Dann haben wir 6 und dann haben wir da vorne den Ahorn stehen. Ach, guck, da sind die Federn gerade runtergeputzelt. Interessant. So, dann müssen wir später den, die links noch den Ahorn da vorne weghauen. Und dann haben wir eigentlich genügend, um sozusagen den Grundstein der Scheune zu legen. Na, dürften wir noch kein Platzproblem haben, dann hauen wir den Ahorn da um und dann können wir die Scheune hier quasi hinstellen. Ich denke, das ist fair, wenn die da steht. Ich weiß noch nicht, wie das mit den Gebäuden und so, also die Ordnung dabei ist sicherlich alles andere als vorteilhaft, wie ich das hier mache, aber... Ich habe aber bei vielen gesehen, dass die in der ähnlichen Position bauen wie ich. Hätte ich gar nicht erwartet, dass sie sozusagen in meiner Nähe so viel... Also auch so in dem... Ach guck mal, ich kann sogar 10 Rundholz mit mir rumschleppen. Jetzt haben wir das Gewicht reduziert. Rundholz, 10 Stück, Gewicht 25 Kilo. Ach, okay, na gut, ich hatte ziemlich viel nicht in den Taschen, ja. Gut, dann können wir uns natürlich auch, warte mal, die Scheune, oder warum die Scheune da drüben machen? Nee. Eigentlich müsste die Scheune dahin, wo wir dann nachher später viele Felder anlegen wollen. Und die würde ich eher außerhalb anlegen, also muss die Scheune auch ein bisschen außerhalb stehen. Lass mal die Scheune mal hier hinten hinkommen. Ich glaube, das ist auch gut. So. Heißt, wir wollen jetzt Gebäude, Landwirtschaft, die Scheune wollen wir bauen. Boah, das sieht ganz gut aus hier so, oder? Zack, da steht sie nun. Jetzt kann ich mich eh nicht mehr an irgendwas anderes entscheiden. So. Baumaterial steht hier hinter der Scheune rum. Da holen wir schon mal ein bisschen ran. Und dann müssen wir natürlich noch so ein Dings bauen, so einen Stamm machen, so einen Hammer bauen, womit wir dann quasi die Scheune fertig kriegen. Ich weiß gar nicht, was für ein Baumaterial ich brauche, aber die Scheune könnte interessant werden, intern. So, jetzt ist er gerade ein bisschen außer Atem. Und da ist meine Axt kaputt. Das ist natürlich auch nicht schön. Habe ich noch Steine in der Tasche? Jo, habe ich noch. Dann müsste ich eigentlich
mir eine Steinaxt bauen können. Und ich brauche auch den hölzernen Bauhammer, damit ich das andere Ding auch fertig kriege. Crafting, nochmal einen hölzernen Bauhammer dazu. Zack, den haben wir auch. So, dann geht's hier weiter. Nächster Baum. Kommen Sie her hier. Wir müssen ein bisschen Rundholz einsammeln. So, dann bist du noch dran hier. Also, sagen wir mal so, es ist natürlich, wenn man das mit dem Schlafen natürlich dann, ein bisschen ignoriert oder sowas, oder beziehungsweise nicht macht. Ich finde es aber fair, dass man dann sagt, okay, man teilt sich das in 3 Tagen ein. Und deswegen würde ich immer noch sozusagen die Schlafoption ziehen und dann wirklich rechtzeitig schlafen gehen, um dann, ja, ein paar Pilze, Ahornzweige, noch ein Pilz, Pilz. So, ja, einfach der, ja, weil das gehört halt so dazu, dass man dann so abends mit den, oder in der Zeit mit den Hühnern eigentlich ins Bett ist. Wo ist mein Bauhammer? Da. Gehen wir auf die 2. Kostet ja nur 4 Rundholz an der Wand, okay. Freunde, kann ja ganz schön teuer werden. Okay, dann brauchen wir aber noch etliche Rundholz. Das Dach kostet Stroh und Rundholz. Okay, da müssen wir schon ein bisschen Stroh pflücken. Was übrigens auf meine Nachfrage hin wurde geantwortet, das wächst auch nach. So, okay, also wir brauchen jede Menge Rundholz. Das heißt, dann nehmen wir mal hier die Axt frei und dann hauen wir hier nochmal 3 Bäume aus der Materie. Und dann ist eigentlich, wie spät haben wir es denn jetzt? Hatten wir noch eine Uhrzeit gesehen im Spiel? Karte? Ja, auf der Karte. Oh, wir haben es schon 20 Uhr. Also dann sollten wir so langsam mal sicher auch ins Bettchen gehen. Damit wir fit sind für den nächsten Tag. Und wir dann ja, die ganzen anderen Sachen, die wir im Frühling noch machen müssen. Also wichtig ist, dass wir die Steuern abbezahlen im Frühling und dann den Rest noch hinkriegen. Ist da noch irgendwas? So. Ja, die Morcheln sind halt eben auch wieder wenig Gewicht, viel Geld, ne? Also das. Oder beziehungsweise für die. Für den Aufwand, den ich damit habe, ist das billiges Geld, ne? Wenn ich die einfach bloß pflücke. Das hat eben nur die Zeit, die dabei weggeht. Und damit ist das sozusagen eigentlich leicht verdientes Geld, wenn man das mal so einfach sagen kann. Aber wie gesagt, wir bauen uns jetzt die Scheune noch fertig, dann können wir in der Scheune auch dreschen. Und dann können wir da noch ein bisschen Landwirtschaftspunkte nebenbei sammeln. Auch ganz cool. Und vielleicht können wir, haben wir dann du trägst zu viel, haben wir dann durch das Stroh und durch die Körner dann vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber die Körner können wir natürlich zur Aussaat wieder benutzen. Und dann können wir mal gucken, was wir damit machen können. Ich glaube, man kann irgendwie Brei machen. Also, dass man sich einen Brei selber herstellen kann. Da sagst du, haben wir schon kaputt, aber nee. Die Wand ist nur fertig. Naja, Interieur steht schon mal, aber hier, naja gut. So richtig was machen kann ich noch nicht da drin. Das ist aber eine Durchgangsscheune. Sehr gut. So, wir werden uns ins Bettchen legen. Die Folge ist damit dann auch zu Ende. Ein bisschen kürzer. Ich werde auf jeden Fall noch viel Spaß haben hier weiterhin. Wir werden noch jede Menge Zeug machen müssen. Ich muss dann noch mal ein bisschen Stroh sammeln. Das ist aber nicht mehr das Schlimme. Das kriegen wir auch hin. Pilz, komm her. Und ja, wie gesagt, also die Pilze sind dann wirklich wahrscheinlich dann Verkaufsgut. Wir werden uns jetzt noch eine Suppe reinpfeifen. Auch wenn das Geräusch der Suppe natürlich wirklich ein bisschen schwierig ist. Dass wenn man die Suppe da weghaut, dass das sich anhört, als wenn man quasi eine Tüte Chips auffuttert. Aber naja gut, das ist halt so. So, am Hungertuchnagel war ja auch nicht schön an der Sache. Wir haben noch genügend Fleisch. Das ist auch gut, dass wir schon. Also, wir haben jede Menge Fleisch hier und das können wir natürlich an alles verkochen. Und das ist auch etwas, was mich sehr, sehr froh stimmt. So, dann transportieren wir die beiden mal darüber. Die 13 Morcheln, die nehmen wir mal darin in die Kiste, damit die nicht schlecht werden über Nacht. Und dann werden wir uns jetzt wir uns selber die Suppe geben. Da. 2x Suppe und dann sind wir nämlich auch wieder fast voll und dann legen wir uns ins Bettchen.
Gute Nacht, wir schlafen jetzt. Ah, am nächsten Morgen. Und wir schauen raus und sehen, sehr viel Arbeit liegt vor uns. Aber wir machen sie gerne und gehen deswegen schon mal in den Wald und holen mit der Axt hier schon mal die ersten. Achso, ich könnte mal uns unsere Hasenfalle geben, ne? Da können wir noch einen Hasen rausholen wieder. Bringt wieder ein bisschen Jagdglück. Der liegt ja wahrscheinlich schon länger drin rum. Ach, jetzt ist die Hasenfalle noch kaputt. Falle bauen. Hasenfalle. Eine neue Hasenfalle hingestellt. Da kann der Hase anhoppeln. So. Einen Stein nehme ich mal mit. Falls ich nämlich eine neue Axt brauche. Ich glaube, ich habe nämlich nur noch 3 Steine in der Tasche. Dann wollen wir hier hinten mal weiter ein bisschen was abfällen. Birken sind natürlich wenig effektiv. Den Einsatz an Werkzeugen, ne? Weil man kriegt man nur 2 Grundholz raus aus jeder Birke. Ich weiß auch nicht, ob das eventuell sich noch ändert. Also ob da die sozusagen der Ertrag der Bäume oder so sich noch ändert, eben wenn man dann besseres Werkzeug hat, anderes Werkzeug hat oder so. Oder dass vielleicht eventuell großer Baum, kleiner Baum noch unterschieden wird. Weil jetzt hier die Birke ist ja doch ziemlich groß. Aber was man hier sehr viel kriegt, ist halt Öcker, ne? Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Sind die Bären hier schon reif? Ne, die sind unreif. Alles. Tschüss.